So, dann gehen wir mal davor. Es ist jammerschade, dass wir uns als Fahrradnomaden nicht die Zeit nehmen, an besonderen Orten unserer Reise zu bleiben und zu genießen. Einer dieser besonderen Orte ist das Xar Dafnitild, der Nachbau eines Wüstenforts abseits der Schnellstraße N1 im tiefen Süden von Marokko. Den marokkanischen Bauherrn, mittlerweile ein alter Mann, treffen wir, als wir nach dem Frühstück zur Weiterreise aufbrechen. Er hat die Leitung des riesigen Komplexes an ein marokkanisch-französisches Paar abgegeben. Im Xar Dafnitild gibt es kein Wi-Fi. Und Strom gibt es auch nur stundenweise am Abend und am Morgen. Und so haben wir keine Information, welches Wetter uns heute erwartet. Der Wind ist stärker geworden als gestern Abend und macht die 6 Kilometer lange Fahrt auf der Piste zurück zur N1 bereits zu einem Abenteuer. Auf der Schnellstraße N1 bläst uns der starke Nordwind in kurzer Zeit in die 20 Kilometer entfernte Stadt Tantan hinein. Thank you.
Am Kamelrondell am Ortseingang werden gerade von einem Pickup zwei Fahrräder von Reiseradlern entladen. Wir tauschen kurz unsere Kontaktdaten mit Martin und Dominik aus dem Elsass aus. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal auf dem Weg in Richtung Westsahara. Im Stadtgebiet von Tantan bieten die Gebäude einen guten Windschutz. Die Route knickt nach Westen ab, sodass der mittlerweile schon orkanartige Sandsturm genau von der Seite kommt. Radfahren können wir teilweise nur noch in Schrittgeschwindigkeit, solange wir nicht von einer plötzlich auftretenden Windböe vom Fahrrad geworfen werden. In diesem Moment möchte ich am liebsten nach Hause. Und zwar jetzt sofort. Mit Mühe gelingt es mir, Elke davon zu überzeugen, dass das gerade keine gute Idee ist. 800 Kilometer weiter im Süden treffen wir ein Paar aus unserer fränkischen Heimat. Sie haben bei Tantan zwei Radfahrer im Sandsturm von ihrem VW-Bus ausgefüllt. 25 Kilometer nach Tantan erreichen wir schließlich unseren Übernachtungsort Tantan Plage. Südlich von Tantan Plage erreichen wir wieder die vierspurige N1. Da nähert sich von hinten ein schneller Radfahrer mit minimalistischer Bikepacking-Ausstattung. Davide ist vor 26 Tagen in seiner Heimatstadt Mailand gestartet und will heute noch sein Reiseziel Tarfaya erreichen. Geplante Tagesdistanz schlappe 230 Kilometer. Wenig später ist der schnelle Italiener auch schon am Horizont verschwunden. Der Wind, der gestern noch unser Feind war, schiebt uns heute kräftig ab. Wir erreichen bereits am frühen Nachmittag nach 93 Kilometern unser Tagesziel Afimir, ein Fischerort mit vielen Geschäften direkt an der N1. Wir unternehmen noch einen kleinen Ortsspaziergang mit einem Abstecher zur Atlantikküste.
Wir versorgen uns für den nächsten Tag mit Getränken und Obst. Haben wir eingekauft, ja. Die Wucht in Tüten. Zum Abschluss des Tages kehren wir im einfachen Restaurant ein, das sich im Erdgeschoss unseres Boardinghauses befindet. Spezialität des Hauses ist frisch zubereiteter Fisch. Nachdem wir uns mit Zeichensprache und mit unseren dürftigen Französischkenntnissen auf Tintenfisch verständigt haben, läuft Abdellah zur Höchstform auf. Er zelebriert die Zubereitung des leckersten Fischgerichtes, das wir seit langem auf den Tisch bekommen haben. Das Boardinghaus Ratchi Residence ist neu bei Booking und hat noch keine Gästebewertungen. Tagelang lässt Abdellah per WhatsApp nicht locker, bis er endlich die erwünschte positive Booking-Bewertung von uns bekommen hat. Auch am nächsten Tag mit 101 Kilometer Tagespensum ist der kräftige Rückenwind auf einem Großteil der Strecke unser treuer Begleiter. Nur als DN1 im Mündungsbereich eines Flusses ein Naturschutzgebiet großräumig umgeht, kommt der Wind für etliche Kilometer plötzlich wieder als Spielverderber von der Seite. Diese Raststätte ist noch nicht eröffnet oder schon wieder geschlossen. Bereits bei der Einfahrt in die Stadt werde ich von einem fahrenden Auto aus gefragt, ob ich Thomas bin. Der Vermieter unseres Apartments hat uns zielsicher als seine Gäste identifiziert, die bei ihm reserviert haben. So, my GPS says we are right here. Yeah, right. So. What's the room or you take your bike? Die Hauptattraktion von Tafaya ist das Museum Anton de Saint-Exupéry. Der Autor des Bestsellers Der kleine Prinz war als Pilot in Tafaya stationiert. Er hat ja angeblich die Inspiration zu seinem nach der Bibel meistgelesenen Buch der Welt erhalten. In der Hauptgeschäftsstraße treffen wir unseren schnellen Italiener Davide wieder, der nur wegen des kleinen Prinzen von Italien nach Tafaya geradelt ist. Wenig später erhalten wir die Nachricht,
dass auch Martin und Dominik aus Straßburg ebenfalls in Tafaya eingetroffen sind. Ein paar Kilometer südlich von Tafaya sichten wir an der Küste ein vor sich hinrostendes Schiffswrack. Es handelt sich um die ehemalige Fähre von Marokko zu den nur 100 Kilometer entfernten Kanarischen Inseln. Sie wurde erst wenige Monate betrieben, als das Schiff am 30. April 2008 auf eine Sandbank auflief und nicht mehr zu retten war. Nach zwei eher ruhigen Tagen mit Windstärke 4 bis 5 aus Norden oder Nordosten kündigt der Wetterbericht für die nächsten zwei Tage starken Nordwind mit Windstärke 6 bis 7 in der Spitze an. Gut, dass wir nach Süden fahren. Wir überqueren die Grenze zur ehemaligen Kolonie Spanisch-Sahara. Diese wurde 1976 nach dem Rückzug der Spanier von Marokko besetzt und annektiert, begründet durch historische Herrschaftsansprüche. Die Westsahara bzw. marokkanische Sahara wird als Teil des Königreichs Marokko betrachtet, das durch europäischen Kolonialismus im 19. Jahrhundert vom Mutterland abgetrennt war. Führt man Landkarten mit falschen Bezeichnungen oder Grenzen mit sich, kann es leicht sein, dass diese von der marokkanischen Polizei konfisziert werden. Frei von solchen Gedanken lassen wir uns auf der landschaftlich attraktiven Küstenstraße mit Sandverwehungen durch Dünenfelder südwärts treiben. Ohne zu treten erreichen wir Geschwindigkeiten von 30 bis 40 Kilometer pro Stunde. Ziemlich trostloser Retortenort an der Küste ist außerhalb der Ferienzeit Foum El Ket, den wir nach 100 Kilometern erreichen. Vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn der Wind sich gedreht hätte. Aber der Wind hat sich nicht gedreht. Wir erreichen bereits um 14 Uhr nach 114 Kilometern unser Tagesziel Laayoune Plage.
Diesmal keine wirklich große Überraschung. Auch Martin und Dominik sind in Laayoune-Plage angekommen und übernachten im Hotel auf der gegenüberliegenden Straßenseite.